Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Wir müssen jetzt hier noch ein paar Quests annehmen, beziehungsweise zwei Quests. Und das machen wir doch schnell. Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren. Und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der letzte meines Blutes. Ja, okay, ich finde ihn. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Kavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück, doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Du willst auch kämpfen. Wir treffen uns dort. Ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Zum Außenposten gehen wir dann gemeinsam. Bis dahin, viel Erfolg. Ja, dann warte du mal. Sag nächste mir, der Quest. Bekommt seinen Willen. Dauerhaften Frieden mit den Kaja. Was dann? Wo ist denn die Quest? 38 Meter. Hä? Kann ich hier raus? Hallo? Geht nicht, hä? Ich will doch irgendwo hier rausgehen. Das stemmt den Fall. Ah ja gut, hier geht es auch. Moment. Da war doch gerade was. Da ist noch was. Torus. Was? Torus? Manuskript. Ah. Hab gelesen, Torus Manuskriptus. Ah, da ist die Quest. Guck mal. Was willst du fragen? Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hikaru lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe. Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Wenn du sie hast, bring mir die Teile zum Schlund der Arena, im Nordosten des Hains. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen.
Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Ich habe nichts hier, um dich zu bezahlen. Bring sie mir zum Schlund der Arena, wenn du kannst. Danke dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Redet sie von Belohnung und sagt dann, ich habe nichts, um dich zu bezahlen. Was bist du denn für eine? Meine Güte, naja. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Du musst jetzt erstmal reisen. Und zwar hierhin. Die Basis. Ja. Komm, komm. Gehen wir mal rein da. Was haben wir hier? Hi! Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Ein Gerücht. Dein Vorrat schadet nie. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Du warst es doch, die Gruder besiegt hat. Die sich gegen Regala gestellt hat, als sie uns an der Kater-Gesandtschaft betrogen hat. Die Clanlande werden dich nicht willkommen heißen. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass ich deine Augen und deine Ohren sein werde. Der Westen ist voller Gefahren, die selbst eine Kriegerin wie du kennen sollte. Apropos. Um zu überleben, sind die richtigen Rationen genauso wichtig wie die richtigen Waffen. Wenn du Nahrung willst, die da draußen dein Leben rettet, musst du nach Salzbiss gehen. Die Köchin, Pentala, bekocht alle. Egal, ob sie Tenakt sind oder nicht. Wenn ich dorthin komme, schaue ich bei ihr vorbei. Cool. Du kannst einem Tenakt trauen. Ja, weiß ich nicht, ob ich den allen Tenakt trauen kann. Was ist hier? Ja, Stein, leck mich doch. Brauch keine Steine. Warte mal, geh da hoch, komm. Ah, ich war schon lange nicht mehr hier. Hallo, meine Freunde. Papa ist zurück. Meinst du so? Oh, du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter! Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotalo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Oh, ich habe Talana deine Nachricht überbracht. Sie wollte zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten.
Dieser Hephaestus. Hm. Er ist wie Gaias. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Die Zeniths? Ich lag wohl falsch bei den Zeniths. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Zenith hätte mich fast umgebracht. Das hielt ich nicht ab, Gaia wiederzuerwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Ja, okay, ich gehe mal. Verhalten, wenn ich weg... Wenn Eren, wir kommen klar. Bla bla bla. Ich will jetzt hier keinen Smalltalk führen mit den Kollegen hier. Ich gehe zu Gaia. Da wartet sie doch auch schon auf mich. Super. Willkommen zurück, Aloy. Ja, danke. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war? Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Hm. Werden wir uns angucken. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist, hm? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthia ist, dann hat sie Ärger. Und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Tschüss, Gaia. Hat mich gefreut. Oh, guck mal, ich habe wieder 4 Fertigkeitspunkte, habe ich gesehen. Hm. Aloy, ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Welchen konntest du denn öffnen? Was ist das hier? Ah. Okay. Hier sonst noch was? Wo ist Cortalo? Ich muss Eluthia kriegen. Erend und Val, ja, aber ich will jetzt nicht. Ich will nicht jetzt Eluthia holen. Gaia? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Okay, was ist das?
Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Hm. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Ja, schön. Was haben wir hier? Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Hm. Schön. Dann die Vorräte wieder auffüllen. Super. Und... Wer hat meine Sachen hier reingestellt? Ja, es... Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Ja, echt sympathisch. Was ist das hier? Oh. Okay, nee, da gehen wir nicht runter. Was mache ich denn als nächstes? Ich weiß es nicht. Ah, shit, das ist alles pausiert. Ich muss die Hauptquest jetzt machen. Oh, motherfucker, okay. Okay. Na gut. Eleuthia. Neue Datenpunkte. Was noch? Ah. Okay. Dann die Fertigkeiten. Die Jägerin wieder mal ein bisschen pushen gehen. Und zwar, was kann ich hier? Erhöhe deine Waffenausdauerlimit, Konzentrationslimit und verlängere die Verwendung. Okay. Mehr Schaden mit schweren Waffen. Ja, ich muss fast den hier nehmen, ne? Wie lange ich den hier? 100% mehr Konzentration, komm. Bäm, Junge. Ja, gut. Bei der Überlebenden kann ich da auch noch was? Ne, Stufe 1 habe ich sozusagen alles abgeschlossen, ha? Hier ist noch was. Trage mehr Rauchbomben. Ja, warum nicht? Warum nicht? Okay, dann reden wir mit den Kollegen morgen. Ja, dann ist für heute erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.